Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus aller zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechenden Mauern. Heute geht es nicht direkt um ein Bauwerk, aber es geht um sehr viele kleine Objekte, die in der Region verstreut sind. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Mysterium der Steinkreuze auseinandersetzen. Steinkreuze zählen zu den sogenannten Kleindenkmälern. Das heißt also, sie sind alle auf der Denkmalliste eingetragen, stehen entsprechend natürlich auch unter Schutz. Aber trotzdem ist die Erforschung der Steinkreuze eigentlich noch nicht unbedingt so weit vorangeschritten, was einfach daran liegt, dass zu vielen dieser Objekte keinerlei Quellen vorhanden sind. Und genau deswegen wollen wir heute mal probieren, ob wir nicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, indem wir versuchen wollen, die Steinkreuze jedenfalls zu größeren Gruppen zusammenzuschließen. Und nur dabei gilt es eben zu unterscheiden. Es gibt die sogenannten Sühnekreuze, es gibt Wegkreuze und es gibt am Ende eben auch Steinkreuze, die aufgrund ganz besonderer Ereignisse aufgestellt worden sind. Diese drei Kategorien wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Und nur dabei fangen wir an mit der recht lapidaren Erklärung, warum die Steinkreuze da stehen, wo sie es tun, nämlich weil sie einfach Wege markieren sollen. Ein Wegkreuz diente im Mittelalter schlichtweg als Wegweiser. Das heißt also, gerade noch da eben, wo es dann unter anderem mal wichtig gewesen ist, immer die Rechte Scheiden entlang zu laufen oder eben den linken Weg zu nehmen, weil man dadurch in die nächstgelegene Stadt kam, hat man ganz oft solche Kreuze aufgestellt, um schlichtweg eben den Leuten auch ein Stück weit Orientierungshilfe zu bieten. Das ist also das Simpelste, sage ich einmal, was man bei den Steinkreuzen herausfinden kann. Jetzt aber wird es spannend, denn der Großteil dieser Steinkreuze wurde höchstwahrscheinlich jedenfalls aufgestellt als Sühnekreuz oder auch als Büßerkreuz. Und das hat folgenden Hintergrund. Gerade eben im Mittelalter ging die Rechtsprechung davon aus, dass selbstverständlich ein Unrecht, also eine Art von Missetat, immer auch eine Sünde im göttlichen Gesetz darstellt. Und deswegen war es ganz wichtig, dass derjenige, der gesündigt hatte, mit einer gleichen Strafe belegt wurde, wie eben auch das Leid, das er dem Opfer zugefügt hatte. Was bedeutet, wenn jetzt also beispielsweise eine Person eine andere umgebracht hatte oder eben der irgendeinen körperlichen Schaden zugefügt hatte, dann galt es eben im mittelalterlichen Recht, dass der Täter das gleiche Leid des Opfers nachempfinden musste. Nur so konnte er also eben diese Sünde wiederum abladen und am Ende hoffen, dass er trotzdem nach entsprechendem Aufenthalt im Fegefeuer in den Himmel springen konnte. Deswegen sind Büßer- oder Sühnekreuze ganz oft eben bis heute mit einem ja schon fast mysteriösen Geist, mit einer mysteriösen Aura aufgeladen, da man eben annimmt, dass viele davon als eine Art von Buße bzw. eben sogar als Erinnerung an eine schreckliche Tat aufgestellt worden sind. Insofern zählen sie, wie auch der Pestgarten bei Kornbach, in manchen Fällen zu den bösen Orten, ne? Weil man eben einfach merkt, irgendwas stimmt damit. Ja? Die Region da außenrum ist fast ein bisschen aufgeladen mit der Missetat, die eben dort vor Jahrhunderten passiert sein soll. Und das ist deswegen so interessant, weil man eben davon ausgehen muss, dass diese Sühnekreuze dann vom Täter händisch geschlagen werden mussten, händisch zum Ort gebracht werden mussten, wo sie aufgestellt werden sollten und dann eben dort installiert werden mussten. Ja, insofern war also das Aufstellen eines Steinkreuzes tatsächlich mit großer körperlicher Anstrengung und eben auch mit entsprechendem Leid verbunden, sodass der Täter am Ende, wie gesagt, das Leid des Opfers nachempfinden konnte. So jedenfalls die Theorie, die dazu aufgekommen ist. Ob das jetzt tatsächlich stimmt, das können wir leider bis heute nicht genau sagen. Tatsache ist, dass in manchen Steinkreuzen Symbole eingemeißelt sind, beispielsweise Dreschflegel oder auch andere Werkzeuge, und dass sich eben gerade zu diesen Steinkreuzen sehr häufig die Sagen und Legenden entwickelt haben, dass dort ein Bauer beispielsweise seinen Nachbarn mit dem Dreschflegel oder mit irgendeinem anderen Objekt erschlagen haben soll, weswegen eben die Mordwaffe dann in diesem Steinkreuz auch verewigt worden ist. Aber wie gesagt,
In den meisten Fällen fehlen uns leider komplett irgendwelche Quellen und Informationen dazu, sodass das immer auch ein Stück weit Deutung und Interpretation bleibt. Und deswegen ist es umso spannender, dass es eben auch manches Steinkreuz gibt, bei dem wir sehr genau wissen, warum es aufgestellt wurde. So beispielsweise beim sogenannten Mordkreuz bei Mödlenreuth. Das Mödlenreuther Mordkreuz wurde 1687 installiert und das wissen wir deswegen so genau, weil es eine Inschrift zeigt. Das ist bei Steinkreuzen relativ selten der Fall. Ganz oft eben hat man sich einfach mit Symbolen ausgeholfen, hat beispielsweise noch einmal ein kleines Kreuz reingeschlagen oder wie auch immer. Aber beim Mödlenreuther Mordkreuz, da stand eben früher, heutzutage leider nur sehr schwer lesbar, sogar drin, warum es einst installiert worden ist. Und zwar ging es dabei nicht etwa um die Sühne oder um die Buße des Täters, sondern es ging einfach um die Erinnerung. Es ist dort also vor knapp 350 Jahren etwas passiert, was die Menschen so stark mitgenommen hat, dass sie am Ende eben die Erinnerung daran wachhalten wollten. Und zwar wissen wir, dass dort ein Reisender, ein Händler aus Mittweida unterwegs war, der genau an dieser Stelle damals von seinem Reisegefährten erschossen und ausgeraubt wurde. Und spannend ist dabei eben, dass nicht allein das Steinkreuz an diese Tat erinnert, sondern dass es sogar im Gefreser Sterberegister einen entsprechenden Eintrag dazu gibt. Da lesen wir nämlich: Herr Johann Friedrich Heinlein, ein Spitzenhändler von Mittweida aus Sachsen, welcher hier in der Buchegg erschossen und hier begraben, den 4. Mai alt 39 Jahre. Einige Zeit später berichtet dann sogar noch der Magister Will, welches unter Ändern ein neuer Stein im Buchegg Olz mit seiner Schrift lehret und bezeuget, dass Friedrich Hähnel, ein Handelsmann von Mittweida, den 4. Mai anno 1687 daselbst meuchelmörderisch erschossen und ausgeplündert worden. Man hält dafür, der Täter sei des entleibten Reisegefährte gewesen, dem zwar ein Advokat aus gefänglichen Verhaft und der Sache geholfen, doch eine hitzige Krankheit, als er hierauf auf den Krieg gegangen, das Leben plötzlich abgekürzet und kaum zur Beicht und Empfangung des heiligen Abendmahls Zeit gelassen. Man sieht also, dass auch hier es in den Menschen gearbeitet hat und dass am Ende tatsächlich auch einmal mehr dieses Symbol der Sühne eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Denn, wie Will schreibt, hat der Herr zwar durch recht gute Verbindungen zu einem Advokaten die Strafe nicht antreten müssen, aber als Mörder ist es ihm am Ende eben trotzdem verwehrt geblieben durch Schicksal, durch Zufall, wie man es auch immer nennen möchte, das heilige Abendmahl noch ein letztes Mal zu empfangen, was eben bedeutet, dass er als Sünder gestorben ist und dadurch eben nicht in den Himmel auffahren könnte. Und das war dann natürlich für die Menschen auch immer so ein Punkt, dass man gesagt hat, okay, dann gibt es final eben trotzdem die Gerechtigkeit, ja, wenngleich nicht vor dem weltlichen Gericht, so doch am Ende vor dem höchsten Gericht am Ende aller Tage. Es gibt jetzt bei den Steinkreuzen also ganz viele verschiedene Erklärungen, warum sie dort stehen. Wir haben uns heute mal die Wegkreuze angeguckt, die Sühnekreuze und eben auch diese Memorabilien bzw. eben die Erinnerungskreuze. Aber das Problem ist, und das habt ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen, so eine Wahrheit, die gibt es bei den Steinkreuzen nicht. Ganz im Gegenteil, müsste man jedes immer wieder explizit untersuchen, um ansatzweise herauszubekommen, warum sie aufgestellt worden sind. Dazu kommt natürlich auch noch, dass die Kreuze schon immer ein gigantisches Mysterium ergeben hat. An manchen davon sieht man beispielsweise Schabspuren. Das ist jetzt bei Granitkreuzen nicht unbedingt so oft der Fall, aber wenn sie aus einem weicheren Gestein, wie beispielsweise Sandstein, gemacht wurden, dann findet man da ganz oft solche Rillen dran. Ja? Und diese Rillen, die kommen höchstwahrscheinlich daher, dass Steinkreuze auch schon immer eine heilende Wirkung nachgesagt worden ist. Wenn jetzt also beispielsweise jemand unter Zahnschmerzen litt, dann gab es damals den Brauch, dass man den Zahn, der schmerzte, an einem Steinkreuz reiben sollte. Und jetzt könnt ihr euch einmal überlegen, das ist relativ schwer möglich, wenn jetzt beispielsweise der Weisheitszahn schmerzt, wie will ich da an das Kreuz kommen? Und deswegen hat man eben Teile des Kreuzes abgeschabt, dadurch kommen diese Rillen zustande. Und da dann eben den aufgelösten Stein getrunken, wodurch dann die heilende Wirkung des Steinkreuzes entsprechend auf den Menschen übergegangen sein soll. Ja. Es ist also auch immer schon dieses Geheimnis gewesen, das die Kreuze umgab und das die Menschen so fasziniert hat. Und das führte eben am Ende auch zu einer Theorie, die bis heute leider in manchen Büchern immer mal wieder aufgegriffen wird, die Theorie der magischen Linien. Angefangen da damit hat der von mir hochgeschätzte und sehr verdiente Heimatforscher Karl Bedahl,
der hat damals so ziemlich als letztes Werk, das er rausgebracht hat, ein Buch geschrieben zu den Mythen der Steinkreuze. Und in diesem Buch, da hat er sich ein Stück weit dazu hinreißen lassen, den gleichen Fehler zu machen, wie die Heimatforscher im 19. Jahrhundert, über die wir schon so oft gesprochen haben. Er ist nämlich hergegangen und hat versucht, Muster zu erkennen, wo es eigentlich gar keine geben kann. Und insofern kam dann am Ende heraus, dass die Steinkreuze gar nicht als einzelne Objekte betrachtet werden sollten, sondern dass sie ganz im Gegenteil zusammenzugehören scheinen. Das hat Bedal dann so erklärt, dass er gesagt hat, man hat sie aufgestellt, um magische Linien, um Kraftorte zu markieren. Er hat sogar dann Karten angefertigt, er hat die Abstände zwischen den Kreuzen markiert und er hat eben herausgefunden, dass sich gewisse Entfernungen und Distanzen immer wieder wiederholen, wodurch er am Ende Muster erkannt zu haben glaubte. Und aufgrund eben auch der Größe von Bedal, ja, und seines Einflusses ist natürlich diese Theorie, die er damals aufgestellt hat, bis heute teilweise in den Köpfen vorhanden. Es gibt immer noch manche Publikationen, sogar Videos dazu, die zu erklären versuchen, wie eben einst durch Steinkreuze man versucht hat, ehemalige Heiligenbezirke und andere Dinge, beziehungsweise eben Naturheiligtümer zu markieren. Man muss aber da ganz deutlich sagen, es ist nichts dran, meine Lieben. Ja, ganz im Gegenteil, selbst beim Nachmessen der Linien von Bedal kommt man drauf, dass in vielen Fällen die Entfernungen überhaupt nicht stimmen. Da hat er manchmal sehr großzügig auf- oder abgerundet, um dann eben die Entfernungen einigermaßen gleich hinzukriegen. Und wenn man sich das dann noch einmal ein bisschen näher anschaut, dann ist natürlich auch der wichtigste Faktor der, dass die Steinkreuze zu ganz unterschiedlichen Zeiten aufgestellt worden sind. Wir wissen nicht genau wann. Ja, ausgegangen wird immer vom Mittelalter bis dann eben bei Mödlinreuther Mordkreuz im 17. Jahrhundert. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die haben nie zusammengehört, weil sie eben in erster Linie immer lokale Bedeutung hatten. Ne? Es müsste also ja ursprünglich einmal jemand auf den Trichter gekommen sein, wenn jetzt beispielsweise ein Steinkreuz bei Schnackenhof aufsteht, das dann genau wiederum in die richtige Distanz zu bringen zu einem Steinkreuz, das bei Buchegg oder sonst wo steht. Das haben die Leute aber damals nicht gedacht. Ja, bis in die frühe Neuzeit hinein waren Entfernungen eigentlich immer Tagesreisen, selbst wenn man das eigene Dorf verlassen hat. Mein Ururgroßvater ist damals noch Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Gai gegangen, hat es damals geheißen. Das heißt, wenn der in ein Nachbardorf nur wollte, dann war das ein Tagesausflug. Da ist er mit seinem Gai-Wecher da dann hingefahren, um im Dorf noch seine entsprechenden Geschäfte zu machen. Was bedeutet, die Menschen waren damals nicht so mobil. Sie sind großteils immer in ihren Ortschaften und Dörfern geblieben. Und das führt natürlich auch dazu, dass jetzt diese Steinkreuze immer was waren, was mit Lokalkolorit aufgeladen war. Die Leute vor Ort, die wussten, worum es ging. Aber jemand, der von auswärts kam, der hat meistens keine Ahnung dazu gehabt. Und insofern kann man da auch nicht vermuten, dass da irgendwelche größeren Netzwerke oder Strukturen dahinter liegen könnten. Ja, da hat sich also der Bedal, man muss es leider sagen, schlicht und ergreifend getäuscht und dazu hinreißen lassen, eine These aufzustellen, die ganz spannend ist, die aber wirklich komplett ins Reich der Legenden gehört. Unabhängig davon, wir haben es vorhin schon besprochen gehabt, umgeben die Steinkreuze natürlich bis heute manche Mythen, die man noch entdecken muss. Und gerade wenn ihr dann eben auch so ein Kreuz findet und vielleicht am Anfang nicht genau wisst, was es damit auf sich hat, dann kommt man natürlich ins Grübeln, ja, und fängt an, darüber nachzusinnieren, was wohl vor 400, 500, 600 Jahren dort passiert sein mag, dass dieses Kreuz am Ende zur Aufstellung gelangt ist. Es gibt ganz kurz noch zum Ende sogar ganz aktuell eine neue Theorie von Stefan Altensleben, der eben davon ausgeht, dass Steinkreuze auch Symbole der mittelalterlichen Rechtsprechung gewesen sein können. Also nicht allein als Büßer- oder Sühnekreuz, sondern eben auch, dass sie die Orte markieren, an denen Recht gesprochen wurde. Das finde ich ja ganz spannende These, weil, wie gesagt, mittelalterliches Recht immer Weltliches und Geistliches zusammengebracht hat. Im Übrigen zählt dazu eben auch der Gerichtsbaum. Das war in den meisten Ortschaften die Linde, die dann eben zentral stand und unter der Gericht gehalten wurde. Aber auch da ist natürlich wieder der Punkt, der Herr Altensleben hat mittlerweile spannende Erkenntnisse dazu vorgelegt. Es fehlt aber halt natürlich, und das ist bei der Steinkreuzforschung leider ganz oft so, immer noch dieser finale Beweis. Insofern gebe ich euch diese These jetzt zum Ende noch einmal mit. Aber ob genau es jetzt wirklich war, die Antwort auf diese seit Jahrhunderten gärenden Fragen ist, das weiß man leider nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei, die Mythen und Geheimnisse der Steinkreuze zu erforschen und sage bis zum nächsten Mal Servus und Ade dabei.